Wo ist eigentlich PowerView in Excel 2016 verblieben und wie kann ich es wieder aktivieren? In Excel 2013 wird PowerView noch eingeführt. Ich habe oben vielleicht einfügen PowerView einen Schalter gehabt, aber ich sehe hier nichts. Ich guck mal bei Datei unter Optionen. Sehe dort bei den Add-ins, dass bei mir zum Beispiel PowerView gar nicht aktiviert ist. Also wechsle ich mal auf die COM-Add-ins und aktiviere kurz PowerView. So, PowerView setzte Silverlight voraus, aber Silverlight für den Internet Explorer will Microsoft nicht mehr weiterentwickeln und ich habe vor 2 Wochen die Chance gehabt, Microsoft in London zu fragen, was passiert hier mit PowerView. Und es wird wohl in den nächsten Versionen immer noch dabei bleiben. Es wird eine abgespeckte Excel Silverlight-Variante wohl geben, damit alles noch lauffähig ist. Aber wer die Möglichkeit hat, Power BI zu nehmen, Power BI, ja, der guckt auch gar nicht mehr groß auf Power View. Trotzdem hole ich es jetzt rein. Ich klicke mit rechter Maustaste aufs Menüband, Menüband anpassen und ich sehe ja, dass Power View eigentlich da ist. Ich sehe aber oben kein Register Power View. Ich brauche den Schalter, der es aktiviert. Und entweder finde ich den unter hier nicht im Menüband enthaltene Befehle oder unter alle Befehle. Ich klicke mal hier auf nicht im Menüband. Klick mal hier rein, drück das E. Jetzt bin ich beim E, scroll ein bisschen runter und da sehe ich ihn schon. Einen PowerView-Bericht einfügen. Allerdings kann ich den nicht in eine bestehende Gruppe hier einfügen, nicht in die Illustrationen oder nicht hier in die Sparklines. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, ich klicke hier auf die Sparklines, so und sagt da, nee, geht nicht. Ich muss eine eigene Gruppe erstellen. Und das kann ich hier unten. Da unten kann man eigene Gruppen erstellen. Ich setze die mal ganz nach rechts. Klicke auf Neue Gruppe. Das ist kein schöner Name. Ich klicke auf Umbenennen. Und ich nenne diese Gruppe mal, weiß nicht, Power Tools oder so. Ist ja Power BI, Power Pivot Power, Query Power Map, Power View, was man da alles so hatte. Und ich gebe ihm einfach mal auch ein kleines Kärtchen hier. Ja, so ein kleines Symbol mit. Ja, und jetzt kann ich die Schaltfläche da reinholen. Klick auf Hinzufügen. Und ab sofort gibt es hier einen PowerView-Bericht einfügen als Schaltfläche. Ich hätte den natürlich auch in die Symbolleiste für den Schnellzugriff oben nehmen können. Ja, und da ist PowerView. PowerView als Schalter. Ich kann jetzt draufklicken. So, dann wird ein PowerView-Blatt gestartet. Die Daten werden ins Datenmodell übertragen. Und ich habe hier in Excel die Möglichkeit, meine Daten anzuordnen, wie es bei PowerView gewohnt war, hier einfach zum Beispiel Daten hineinzuwerfen ins Blatt, die dann anders darzustellen. Ich nehme mal nochmal die Menge dazu, welche Daten ich hier haben möchte, kann daraus dann sofort Diagramme erstellen. Und ja, also die Möglichkeit gibt es noch. Auch dass ich hier draufklicke und dann wird nach diesen entsprechenden Einträgen gefiltert. Aber wer sich Power BI schon einmal angeschaut hat, also ja, ich kann das hier in Excel machen, aber Power BI ist, ich denke, die Zukunft hier für Analysen, für Dashboards dieser Art. Von daher schön, dass diese Einführung hier in 2013 da war. Ich werde in Zukunft Power BI benutzen, aber ich kann meine alten Berichte, meine alten, ja, PowerView-Blätter natürlich weiter noch bearbeiten, aktualisieren, oder bei Bedarf dann doch mal Neues erstellen. Und noch ein kleiner Nachtrag. Ich hatte zumindest häufig Stabilitätsprobleme mit PowerView. Also mir sind regelmäßig meine PowerView-Berichte eingefroren, abgestürzt, konnten nicht mehr sauber bearbeitet werden. Also, ich bin über die Möglichkeit, mit Power BI zu arbeiten, jetzt eigentlich ganz zufrieden.